Hallo Chirup und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Opening-Video, denn heute haben wir die Masterpiece-Series Platinum Dark Magician mit am Start, die wir jetzt letzte Woche geliefert bekommen haben. Relativ zügig, muss ich sagen, dafür, dass die Aktion jetzt nicht so lange her war, dass sie angekündigt worden ist und ich immer noch auf zwei andere Aktionen warte, die schon über ein halbes Jahr auf sich warten lassen, die wir auch dann in den nächsten Monaten mal dann wahrscheinlich erhalten werden und hier aufmachen werden, haben wir heute den Platinum Dark Magician mit dabei. Und wir haben ja bereits vor 2 Jahren den Platinum Blue Eyes aufgemacht. Und den habe ich ja auch noch hier mit liegen. Das ist hier die Masterpiece Series mit dem Platinum Blue Eyes. Falls ihr das nicht mitgekriegt habt oder verpasst habt, werde ich es euch heute hier nochmal mit verlinken. Da könnt ihr es nochmal abchecken. Da haben wir den hier unboxed. Und ja, heute haben wir passend dazu den Dark Magician. Ist ein bisschen teurer geworden, während der Platinum Blue Eyes noch 1000 Euro ging. Hat Konami 30% Inflationsaufschlag drauf gemacht, 1300 Euro für das Ding. Und im Gegensatz zum Blue Eyes hat es auch ein bisschen gedauert, bis der weg war. Während der Platinum Blue Eyes so nach 3,5 Stunden ausverkauft war, ist beim Dark Magician, glaube ich, 2,5 bis 3 Wochen gedauert. Und dann gab es halt noch mehrere Anläufe, wo sie immer noch welche hatten, die sie rausgeben konnten. Also ich glaube, das Interesse ist erstens dran gesunken, weil man jetzt mit dem Platinum Blue Eyes gesehen hat, okay, wir haben jetzt schon den, wie lange wollt ihr das noch machen, was wollt ihr noch da reintun? Und natürlich halt auch nochmal 30% Preisaufschlag bei einer Inflation, die irgendwo bei 11,2% oder so war über die letzten 2 Jahre. Hat das irgendwie wenig Sinn gemacht und weswegen halt viele Leute das wahrscheinlich boykottiert haben. Aber wir haben es uns gesichert, das ist auch eigentlich quasi das, also ich weiß nicht, was Konami noch bringen will, was noch cool wäre. Das ist, glaube ich, das letzte Produkt, was ich mir davon holen würde, weil ein Dark Magician Girl wäre mir relativ egal, Exodia wäre mir egal, ein BLS wäre mir egal, also keine Ahnung, was sie da noch so cooles bringen wollen, was mich interessieren würde. Aber wir haben uns den Dark Magician gesaved, weil passend dazu halt, meine Eheringe sind ja auch ein Blue Eyes und ein Dark Magician oder unsere Eheringe und deswegen passend dazu haben wir uns auch die gesaved hier und werden jetzt gleich mal das Ding auspacken. Ich habe die Handschuhe immer noch oben liegen seit 2 Jahren, das heißt, wir werden die wieder mit Samthandschuhen anfassen und anschauen, ja, wie das Ding halt auch dann in Real Life aussieht. Legen wir los. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an und schneiden das Ganze auf. Fragil alles, hoffentlich ist nichts kaputt gegangen. Ansonsten müssen wir uns beschweren. So, dann schauen wir mal, ob es diesmal anders geliefert ist oder wieder genauso wie letztes Mal. Sieht sehr ähnlich aus. Ja, ist es auch wieder. Da haben wir ihn. Protected. Mit diesen Protect Boys. Das haben wir falsch rum. Aber dann hier haben wir ihn. Masterpiece Series Dark Magician. Darunter ist, nehme ich mal an, auch nichts. Das ist einfach nur dieses Schutzding. Genau. Dann kann das aus dem Bild. Und dann haben wir hier. Also auch nur ganz rausleiten, aber theoretisch auch einfach. Haben wir Trading Card Game Masterpiece Series Platinum Dark Magician. Wow. There it is. Nice. Auf den Seiten natürlich nicht viel drauf, außer hier nochmal die Nummer für 15 oder älter. Okay, interessant. Ach, das wird auch wirklich in Japan hergestellt. Das wird nicht bei uns hier hergestellt. Interesting. Ist mir das letzte Mal auch aufgefallen. Okay, dann schauen wir mal rein. Da haben wir dann das. Ist es ein bisschen anders? Ich glaube, letztes Mal war es schwarz, ne? Hier ist es eher so ein Silber-Look. Mehr Platinum, glaube ich. Müsste ich jetzt den Blue Eyes rausnehmen zum Vergleich, aber den habe ich jetzt unten gelassen. Heute ist ja der Star, der Dark Magician. Und deswegen hat es hier den Blue Eyes nichts zu suchen. Aber ja, das sieht anders aus. Das sieht deutlich heller aus. Wird, glaube ich, auch besser dann im Abspann nachher zu erkennen sein, weil das mit dem Schwarz war immer manchmal schwierig, den Fokus zu gewinnen. Okay, dann würde ich sagen, wieder die Handschuhe an. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Sind ja auch keine Samthandschuhe. Wie gesagt, es gibt keine Samthandschuhe. Man kann sowas nicht kaufen, das ist nur ein Sprichwort. Ich weiß nicht, ob es früher mal sowas gab, vor hunderten von Jahren, und deswegen das mit Samthandschuhen anfassen heißt. Aber bestimmt haben irgendwelche Gold- und irgendwelche, keine Uhrenbauer oder so, bestimmt irgendwelche coolen feinwerkmechanischen Handschuhe, mit denen sie die Dinge anfassen können. So, wir haben einmal die Anleitung. Das nochmal mit dem Reinschrauben, das machen wir definitiv nicht. Ich muss aber auf jeden Fall, wenn wir jetzt den Blue Eyes und den Dark Magician haben, muss ich unbedingt mal meinen Tin-Ecke mal da ein bisschen umbauen, sodass wir erstmal alle Tins auf dem Bild haben, aber halt auch coolen Stuff hinten reintun können, wie sowas hier zum Beispiel. Hier ist sonst auch nichts mehr mit dabei. Und dann haben wir hier
das Certificate of Authenticity, welches wir uns zuerst anschauen. Da haben wir sie. 999 von 1000. Am 1. Februar 2023 schon. Die sind schon so lange am Rumchillen dort. Seit über einem halben Jahr. Crazy. Deswegen ist auch alles schon soweit lieferbereit, weil es eigentlich quasi schon alles da ist. Wow. Aber ich nehme mal ein halbes Jahr wegen, wenn man es aus Japan shippen und so, das dauert immer so ein bisschen. Aber ich nehme mal an, dass sie das dann halt industriell über irgendwelche Frachter und so machen, dass es dann halt ein bisschen dauert. So, dann haben wir hier die Füße, die man ranschrauben kann. Die sind uns jetzt relativ egal. Wobei, wir können die vielleicht gleich nochmal einmal ranschrauben, aber das fand ich jetzt immer nicht so spannend. Und dann haben wir hier den Dark Magician. Da ist er. Und dann gucken wir mal, dass wir ihn hier rausbekommen. Wir haben ja Handschuhe, da bleiben keine Finger dran kleben. Und 0151 EU. Ah ja, das ist dann meine Nummer, denke ich mal. So, kriegen wir die hier auch noch raus irgendwie? Oder sind die hier... Das ist irgendwie zugetaped, oder? Das ist doch... Warte mal, wo hab ich den? Das Messer. Ich glaube, das ist einfacher. Den man jetzt in der Mitte aufschneidet einfach. Dann sollte das besser aufgehen, oder? Das geht auf. Ja. Da haben wir sie. Könnte mir ihn einmal aufstellen. Und dann haben wir hier ihn noch eingepackt. Und packen ihn jetzt noch einmal natürlich aus. Man kann ihn natürlich auch aufschrauben und rausnehmen. Ich glaube, das werden wir aber nicht tun. wobei, ich glaube, man musste doch eine der Schrauben, glaube ich, rausnehmen, damit man überhaupt diese Füße reinkriegt. Ne? Das war doch so richtig dämlich. Oh, dann werde ich es auf jeden Fall nicht reinschrauben. Weil ich will es nicht aufschrauben. So, da haben wir ihn. Der sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Wieder sieht man mich mit der Kamera hier. Nice. Der sieht echt cool aus. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich es für euch in der Kamera natürlich auch irgendwie vernünftig sichtbar hinkriege. Ich glaube, hier so sieht das gut aus. Wenn ich auf meine weiße Wand das ein bisschen mache. Ist immer sehr schwierig, das in einem Video wirklich gut zu präsentieren. Das sieht auch noch ganz gut aus. In Real Life ist es ein bisschen einfacher, weil es reflektiert nicht so strong, wie es jetzt hier aussieht, weil dort natürlich die Kamera aus einer anderen Perspektive schaut, als ich von hier schaue. Deswegen reflektiert es ja unterschiedlich. Ja, sehr nice. Sehr, sehr cool. Ja, nee, die Dinger schrauben auf jeden Fall nicht rein. Könnt ihr vergessen. Sehr, sehr cool. So, das heißt, wir haben die Nummer 151. Wir waren auch literally, als ich den gekauft habe, ich war um Punkt, was war das? War das 1 Uhr? Ich glaube, das war um 1 Uhr, ist es reingestellt worden. Für Punkt 1 Uhr habe ich schon meine Adresse ausgefüllt. Dieses Mal war das hier ein bisschen anders, wenn man den Blue Eyes wirklich gekauft hatte, direkt zum Release. Ich glaube, das haben sie sich dann gespart dann dieses Mal, weil es, glaube ich, dann die Shopping-Kapazität wahrscheinlich ein bisschen geplatzt hat von dem Programm. Haben sie diesmal einfach nur eine Anmeldung gemacht und danach wurde dann halt geguckt, wer sich wann angemeldet hat und dann wurden entsprechend erst die Rechnungen rausgesendet. Und ich glaube, da haben sich auch noch einige dann doch nochmal umentschieden, letzte Rille, und haben gesagt, nein. Ich gucke mir nochmal gerne das Backing an, das ist auch natürlich... cool, dass das halt ja natürlich auch in dem Style ist. Und ich glaube auch, wenn ich so richtig darauf schaue, ich weiß nicht, ob man das erkennt, ich glaube, das Yu-Gi-Oh!-Logo ist sogar so ein bisschen vorgehoben. Sieht aus auf jeden Fall so, als ob es so leichte Prägung hätte und auch das Konami wahrscheinlich so leicht herausstehend ist, wie so bei so einer Ultimate Rare. Sehr cool. Nice! Ja, sehr schön. Das heißt, wir haben nochmal... den coolen Platinum Dark Magician, den wir zu unserer Sammlung hinzufügen können. Und wie gesagt, ich muss hinten nochmal in meiner Tin Wall mal ein bisschen aufräumen und endlich mal ein bisschen Platz schaffen, sodass wir die auch mal präsentieren können. Ich weiß halt nicht, ob ich sie ausgepackt präsentieren möchte, weil dann verstauben sie ja ordentlich. Ich weiß nicht, ist das hier staubsicher eigentlich? Doch, ist eigentlich staubsicher von außen. Das heißt, man müsste einfach nur das Glas polieren und sauber halten mit einem Mikrofasertuch oder sowas. Sehr nice. Ja, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wer von euch hat sich das Ding auch gesaved? Habt ihr es auch sofort bekommen? Es ging halt sehr schnell, muss ich sagen. Ich warte immer noch auf den Kyber-Koffer und auf die Pod-Collection. Ich glaube, die Pod-Collection war ja geplant für den November. Das heißt, nächsten Monat wahrscheinlich nochmal was Tolles hier zum Aufmachen. Und ich glaube, die Kyber-Koffer war ja, glaube ich, für erstes oder zweites Quartal 2024 angekündigt. Das wird dann halt noch ein bisschen dauern, bis das dann kommt. Aber das ist ja schon mal eine sehr nice Sache. Sehr schön. Und ja, ein weiterer netter Catch für unseren Hintergrund, der demnächst mal auch integriert werden muss. Vielleicht machen wir es mal bei Weihnachten, dass wir endlich mal die Tin Wall so weit extenden, dass wir auch mal die ganzen anderen Tins sehen. Die ganzen Megatins von den letzten Jahren, die sieht man da gar nicht, weil die außerhalb des Bildes sind, weil ich muss das ein bisschen anordnen, damit es cooler ist. Und ja, das kriegen wir aber alles hin. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Video gefallen. Lasst mich gerne wissen, habt ihr es euch auch geholt?
Und wenn ihr es euch nicht geholt habt, warum habt ihr es euch nicht geholt? Ich kann mir vorstellen, dass die meisten das wegen dem Preis gemacht haben und weil die einfach auch kein Interesse daran haben. Ich bin froh, dass es diesmal wirklich fair war, im Gegensatz zu Blue Eyes. Das war halt eher so ein Scam-Produkt, was sich halt viele Leute halt einfach gekauft haben, um das schnell weiterzuverkaufen. Hier war es halt nicht so. Hier konnte jeder Sammler, der es wirklich auch haben will, sich das auch wirklich sichern, weil diesmal einfach die Leute auch nicht gewillt waren, so viel Geld zu investieren, weil die auch gemerkt haben, dass der Blue Eyes auch nicht für so viel weggegangen ist, wie sie es eigentlich wollten. Die wollten halt irgendwie das Fünffache an Preis rausholen, das hat dann am Ende nicht geklappt. Und ich glaube, da haben sich ein paar Leute die Finger dran verbrannt und weswegen dieses Mal das ein perfektes Sammlerprodukt ist für die meisten, die einfach was Tolles bei sich zu Hause aufstellen wollen. Ja, das war's dann hier von mir. Ich hoffe, euch hat soweit dieses Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.